So, da wären wir wieder. Und ich habe mich inzwischen entschieden. Ich möchte erstmal gucken, wo es da weitergeht. Also allgemein versuchen, noch andere Nischen zu finden, wo wir durchschlüpfen könnten. Weil immer wieder gegen die Goblins und Trolle hier zu kämpfen, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Außerdem habe ich auch so den ganz leisen Verdacht, dass jedes Mal, wenn man wiederbelebt wird, irgendwie schwächer wird. Das gab es bei ein paar Spielen, auch zu einer ähnlichen Jahreszeit, wie das hier rausgekommen ist. Und das ist einfach nur absolut übel. Weil da stirbst du schon, also eine Stelle ist zu schwer für dich, und dann wird dein Charakter noch schwächer gemacht. Damit du dann nochmal stirbst und noch schwächer wirst und irgendwann deine ganzen Speicherstände völlig vermurkst sind. Ja, das wäre natürlich nicht so schön. Aber gucken wir mal. Nicht den Teufel an die Wand malen, wir wollen jetzt einfach da rüber springen. Chef. J. Und das war zu knapp. Oh, hallo. Kleiner Mann. Jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Yeah. Okay, stopp. Bevor wir in die falsche Richtung laufen. Oh, hier geht's ja auch noch weiter. Ja komm, da gehen wir mal nach Norden lang. Das mit den Zaubern ist echt garstig. Sonst könnten wir einfach Wasserwandeln machen und vom Wassergewandelten dann abspringen, um da hochzukommen. Wo genau sind wir jetzt gerade? Hier wieder. Also. Es. Ja, sehr schön. Also es gibt nur Wasser von da nach da. Ja, obwohl da könnte eine kleine Abzweigung sein, aber ich bezweifle es irgendwie. Also gut. Nochmal springen. Wir hatten das ja eigentlich schon mal geschafft. Und ich gehe gerade völlig falsch, richtig? Orientierung. Ja, hier sind die Goblins. Das ist falsch. Also zurück und nach Westen. Blubber, blubber, blubber. Unten sind die Tentakelviecher. So. So, genau. Können wir davon woanders hinspringen? Da ist eine Fledermaus. Ne, hier sind keine Abzweigungen. Ah, wir können da vielleicht hochgehen. Ja, okay. Das heißt, wir sind gar nicht gesprungen, sondern einfach nur hochgelaufen. Njam, njam, njam. Nein, voll. So, komm hoch da. Sehr schön. Da rauf. Und nach Norden. Das mit dem Gift ist echt nicht schön. Also ich mach mal Licht aus. Und schlaf hier. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Okay. Sehr gut. Licht an. Kleinigkeit essen. So, ab hier müsste Neuland sein. Okay. Ein Wandgemälde. Oh, graue Goblins. Euch kennen wir doch. Ich sollte aufhören, Goblins anzusprechen, wenn ich keinen Medaillon gefunden habe bisher. Ja, hier ist es. Ich sehe kein Medaillon. Warte, ich komme zurück, wenn ich das Medaillon gefunden habe. Oh. Hat nur eine einmalige Chance. Na gut. Aber es ist nur ein Goblin. Ich wollte gerade sagen, es ist nur ein Goblin und ein Troll. Das müsste doch machbar sein. Aber es sind sehr, sehr viele. Sehr, 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 sehr viele. Oh. Komm schon, bring wenigstens den einen Goblin um. Ich glaube, es sollte weiter zurück. So, komm mal raus aus der Tür da. Alter, benutzt er eine Schleuder. Ah, so ist okay. Du sollst eigentlich seitlich hauen und nicht stechen. Komm schon, ein verdammten Goblin. Aha. Kein Platz zum Zurückziehen. Haha, so, und weg, 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 weg. Hi. Ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht ins Handbuch gucken nach dem Unsichtbarkeitszauber. Aber weg. Nein, Gift. Komm, weg, 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 weg. Ich will nicht schon wieder sterben. Geht, 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 geht. So. Licht aus. Gift.
Das Gift wird uns gleich umbringen. Och nö. Wir können kein Gegengift sprechen. Was ist im Osten? Licht an. Komm, spring. Plattenschuh beschädigt. Lebensmut haben wir noch 15 und schwer vergiftet. Licht aus. Komm, lass mich schlafen, ich will doch bloß sterben. Tür ist abgeschlossen, weil die Goblins wieder zugemacht haben. Ja, nee. Tink, ja, Drache duckt schon seinen Kopf. Lassen wir es hier auf diesem Absatz enden. Was ist das für ein Schatten gewesen? Aber ja, ganz schön garstig die Ecke hier. Primär, weil es einfach so, so viele Gegner sind. Und selbst wenn wir das Amulett jetzt finden würden, dadurch, dass ich alle Goblins schon einmal angesprochen habe, werden die durchgehend aggro sein, selbst wenn wir das Amulett haben. Sterben wir jetzt doch nicht? Badly poisoned. Baum. So. Bitte, bitte keine permanenten Abzüge. Bei irgendwas. Vor allem Stärke nicht. Oder Lebenspunkte. Das wäre richtig garstig. Wenn permanent Lebenspunkte abgezogen werden würden, dann stirbt man ja wirklich noch viel schneller. Aber gut. Westlich oder war es östlich aus dem Raum? Zwischen Augen fernkämpfen. 4 Emeralds. Nee. Na, da geht's hoch. Da hinten geht's runter. Also südlich. Er ist momentan ein wenig frustrierend. Weil ich nicht so wirklich weiß, was ich machen soll. Also ich weiß eine Menge, was ich machen soll. Ich muss den Golem töten, damit wir irgendwas bekommen, was er hat. Wahrscheinlich eins von den Medaillons teilen. Also nicht Medaillon von unten für die Goblins, sondern die epischen Dinger, die wir brauchen, um das Spiel zu beenden, wahrscheinlich. Das da. Also Schild oder Wein. Weil das Buch kriegen wir bei den Magiern, war ich mir ziemlich sicher. Ich weiß noch nicht mehr warum. Vielleicht die Sache hier. Also ja, das Rätsel müssten wir lösen. Wir müssen den Golem töten. Und wir müssten unten weitermachen. Wobei, unten müssten wir da an den ganzen Goblins vorbei. Und das wird nichts. Außer wir könnten uns unsichtbar machen. Können wir aber nicht, weil wir auf der ganzen Etage nicht zaubern können. Hier kamen wir nicht durch, weil ein Schlüssel fehlt. Und da kamen wir nicht rübergesprungen. Was ich allerdings komisch finde. Da können wir rüberspringen, aber hier sind auch überall Goblins. Das hier. Es könnte echt hier sein. Warte mal. Also wir gehen jetzt nach Süden zurück. Also nach unten. Und dann probiere ich zu dieser einen Stelle hinzuspringen. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir irgendwas anderes zuerst machen. Und dann müssen wir so lange irgendwas anderes machen, bis wir noch ein Level bekommen oder... Oh, das könnte natürlich auch sein. Wir könnten Level verlieren. Oder Erfahrungspunkte. Wir haben 2788. 17 hatten wir aber vorher schon. 21 sieht auch okay aus. Also das verlieren wir anscheinend nicht, wenn wir sterben. Paladin 14. Stufe. Na gut. Wir wollen töten. Dazu müssten wir, da geht's runter, müssen wir zurück nach Osten, zweiter Gang im Westen. Zurück nach Osten, runter. Zweiter Gang im Westen, erster, zweiter, genau der da offen steht. So, so, Mana weg. Und jetzt war hier genau der Sprung da hinten. Es würde auch Sinn machen. Denn uns wurde ja gesagt, im Südosten oder so müssen wir hin, um das Medaillon zu finden.
Das heißt, wir hätten uns die ganzen Scherereien hier überall ersparen können, wenn wir einfach hier rüber gekommen wären. Kamen wir allerdings nicht, weil ich mir 100% sicher war, dass wenn wir hier Shift J machen, dass wir ins Wasser fallen, weil wir gegen die Decke springen. Was ist allerdings, wenn wir einfach nur vorwärts laufen? Dann fahren wir gerade schnurzstark runter, ne? Ja, nee. Also laufen vorwärts und wir drücken J, nicht Shift J. Und gucken mal. Nein. Gibt's hier irgendwo einen Hochgang, den wir nicht sehen auf den ersten Blick? Alles nur Steinmauer, ne? Wow, und Gift. Der hat bestimmt nur die Plattenrüstung getroffen, nicht mal Schaden gemacht und trotzdem uns vergiften können. Also, doof. So, aber hier ist nirgendwo in den Wänden irgendwas Geheimes. Da kommt wieder einer. Und da ist ein Hochgang, okay. So, bevor wir irgendwas anderes machen, verkriechen wir uns in der Ecke. Wow, wo keine von denen kommen. Und schlafen, um das Gift loszuwerden. Autsch. Schlafen nochmal. Machen Licht an. Also ja, ein Treffer davon sorgt dafür, dass wir fast tot sind. Also Shift J geht nicht. Wenn wir gehen und J drücken, dann springen wir noch kürzer. Also ich verdeute das ganze Mal. Wenn wir Shift J machen, machen wir so einen ganz großen Sprung. Wenn wir laufen und J drücken, dann machen wir auch einen Sprung, der aber auch zu hoch ist. Und wenn wir gehen, dann machen wir nur so einen kleinen Hopser. Also, Federfall. Also langsam fallen. Wäre wohl das Richtige. Aber ich glaube, hier in dem Spiel ist das so geregelt, dass man einfach nur wirklich langsam runterfällt und keinen Fallschaden bekommt. Also man könnte dann nicht währenddessen rüberschweben. Außerdem können wir, wie gesagt, nicht zaubern. Und auch für einen Zauberstab braucht man Mana. Bei Schriftrollen bin ich mir nicht sicher. Aber wir haben eh nicht genug Geschichtswissen oder Lore, um zu wissen, was welcher Spruch macht. Das verkommt sie das Ganze ja noch mehr. Also nee, ich denke, da wir unseren Charakter so hergestellt. Oh. So hergestellt haben, dass er ein möglichst guter Kämpfer ist, dann sollten wir auch auf Kämpfen gehen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo uns einen Weg durchbahnen. Also muss die Fledermaus sterben. Wenn sie nicht geflohen ist. Naja. Aber ja, Weg durchbahnen klingt mit am besten. Ach, da ist sie doch. So, hochgucken. Oh, Goblin. Komm, komm, komm. Bevor die Trolle hier auftauchen. Und seitlich hauen, bitteschön. Seitlich, genau. Ja, guter Treffer. Noch einer, sehr schön. Oh, kein Gift bisher. Dafür machen die ganz schön Aua. Du bist ein ganz normaler Goblin. Was machst du da mit Schaden? Du bist noch grün? Okay, gelb. Rot. Und kaputt. Sehr schön. Weg, 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 weg. Da sind mindestens noch ein, zwei Goblins und drei oder vier Trolle. Nicht zum Wasser, da können sie vergiftet werden. Was war das? Schlafen. Bald ist das Essen auch alle. Dann haben wir ein Problem, müssen wir ganz nach oben gehen, um Essen zu beschwören. So, also zwei Goblins sind tot. Zwei Goblins sind tot. Hier waren alle Goblins tot, aber wir haben die Tür nicht aufbekommen. Da mussten wir Schlösser knacken können. Was wir ja auch nicht geskillt haben, weil wir bessere Kämpfer sein wollten. Ja, aber das mussten wir. Sonst hätten wir es gar nicht so weit geschafft. Gucken wir mal jetzt um die Ecke. Oh, noch einer. Sehr gut, alle Goblins rauslocken. Da haben wir auch mehr Platz, um durchzulaufen. Aber wenn das wirklich nur 3-4 Trolle sind und der Raum groß genug, dann können wir wirklich einfach vielleicht dran vorbeilaufen.
kriegen wir zwar ein, zwei verpasst. Aber das muss dann passen. So, kaputt. Da ist noch mindestens ein Goblin dran. Ach, was sind das viele? Nee, da passe ich nicht durch. Hier irgendwo abkürzen? Ne, das ist der Gang zurück. Vielleicht umgehen. Ist hier irgendwo ein... You see a pillar? Stonewall? 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 See a pillar? Achso, sind nur diese Eckdinger da. Ja, okay, nee. Das wäre jetzt irgendwas Besonderes. Knochen. Wir könnten versuchen, jetzt eine Schleuder zu nehmen, mit den Steinen irgendwie nach und nach einen Troll umzubringen. Aber ich denke, das wird nicht so viel bringen. Aber erstmal versuchen wir jetzt darüber zu springen. Donk. Ist nix, okay. Kommen wir da hoch? Nö. Jetzt werden wir vergiftet. Wart mal. Fällt mir was ein. Was ist, wenn wir auf der oberen Etage... Auch schon wieder falsch, oder? Ja, guck mal. Was ist, wenn ich auf der oberen Etage, also eine Etage höher, levitieren spreche und dann hier runterkomme? Bleibt das Levitieren dann bestehen? Wenn ja, dann könnten wir ganz schnell rüberhuschen. Kein Gift, kein Gift, kein Gift, kein Gift. Könnte ich ganz schnell rüberhuschen nach Osten. Das bringt mir jetzt auch nicht wirklich viel weiter, oder? Osten? Doch, da geht's weiter, okay. Ja, das wäre auf jeden Fall eine... Das wäre sehr schön. Aber es klingt irgendwie zu einfach. Das Spiel ist alles andere als einfach. Von den ganzen Notizen, die ich mir jetzt machen musste, das ist echt der Hammer. Aber gut. Stoßen wieder gegen die Decke, oder? Drei, zwei, eins, Risiko. Sehr schön. Nach Osten gehen wir? Gehen wir. Sehr schön. Dann haben wir gleich den Weg nach oben. Dann kann ich erstmal gleich abspeichern. Dann schlafen wir, bis wir noch Mana haben. Dann beschwören wir uns Essen. Beschwören wir uns nochmal Essen. Schlafen, schlafen, Essen, Essen. Das heißt, ich melde mich erst wieder, wenn wir das Essen beschworen haben, Mana voll haben, Bauch voll haben und dann bereit sind zum Runtergehen. Und dann machen wir vorher ein Levitieren, um dann eventuell rüber zu schweben. Das ist jetzt so der Plan. Also bis gleich nach dem Cut.